präsentiert von Union Investment und der erste FC Nürnberg präsentiert von Schulz Gebäudeservice. Wir suchen den Gegner für das Halbfinale vom VfL Wolfsburg. Das wird sich entscheiden zwischen Hannover 96 und dem ersten FC Nürnberg. Beide Vereine in einer ähnlichen Philosophie im Offensivspiel. Hannover im Offensivspiel mit einem Feldspieler auf der Platte. Und das macht Nürnberg genauso. Jetzt Hannover mit der Chance. Aber Max Kummer scheitert an Tim Netzeier. Der Zusammenprall. Thomas Peters lässt das Spiel laufen. Schiedsrichter der Partie. Erste Mal heute. Auf dem Feld. Schiedsrichter von Tura ist bekannt. Hannover ja mit 4:2 erfolgreich gegen die Hertha aus Berlin. Ein Rekordsieger des Cups. Die Nürnberger 3:1 gegen Schalke, die alle sehr, sehr hoch auf der Rechnung hatten für dieses Turnier. Jetzt Hannover im Angriff. Der Ball flutscht in die Hände und das Tor für Hannover. Da rutscht Jonas Brandt der Ball aus den Händen. Und dann war es Nico Berg, der den Ball über die Linie drückt. Hannover führt. Nürnberg ja mit 0 Punkten aus der Vorrunde gegangen. 3-4 gegen Wolfsburg, 0-5 gegen Leipzig und 2:7 gegen Arminia Bielefeld. Und dann auf einmal gegen Schalke, die davor fast alles auseinandergenommen haben. Gewann man damit 3:1. Und jetzt spielt man um den Einzug in das Halbfinale. Hannover auch nicht überragend in der Vorrunde. 3:4 gegen Mainz, 3:7 gegen Dortmund, aber gegen Köln reicht es zu einem 2:1-Sieg. Die Kölner, die zwei Spiele später den FC Bayern aus dem Turnier warfen. Hannover mit einer großen Fulbright Cup-Tradition, 16 Teilnahmen bis zu diesem Jahr. Erst einmal schaffte man das Endspiel, 2012, das ging dann verloren. Stolz kann man aber sein auf die vielen, vielen Namen, die es in den Profibereich geschafft haben. Das Tor für Hannover 96, 2:0. Satter Distanzschuss. Mohamed Zaracevic, einer der Nachfolger, vielleicht von Konstantin Rausch, Profi bei Darmstadt. Marc Halzenberg, mittlerweile bei Leipzig aktiv. Und natürlich Per Mertesacker, der Weltmeister. Jetzt dabei schön ausgespielt, aber vereintelt die Parade von Kilian Neufeld. Guter Abschluss, ein tolles Tor. Patrick Tekissa. Mit dem 1:2 erhält die Nürnberger im Spiel.
Der Abschluss jetzt, aber der Ball geblockt. Nächster Abschluss über das Tor. Mert Samast mit dem Schussversuch. Hier der Ball gespielt. Distanzschuss von Kilian Neufeld. Ziemlich daneben gegangen. Der Überlupfer hier. Gut verarbeitet. Der Ball jetzt war schwierig. Schön durchgesteckt. Das war klasse gespielt. Der Ball links rüber. Und Torschussschiff. Hier auch beide Vereine ungefähr liegen technisch. Eine Serie draußen zu vergleichen, während Hannover das 3-1 macht. Wieder durch Mohamed Saracevic. Zweiter Treffer in diesem Viertelfinale. Klasse gespielt jetzt der Ball. Frei raus, super quergelegt. Schönes Tor. Durch Ekin-Chan Chilebi. Klasse gespielt. Rechts rausgelegt, zurück in die Mitte. Und dann zentral vollendet. Also beide ungefähr zu vergleichen. Niedersachsenliga und Bayernliga. Sowas wie bei uns. Die Westfalenliga. Die Hannoveraner Erster. 10 Gegentore. 28 Tore kassiert. 28 Punkte geholt. 4 Punkte Vorsprung auf den SV Meppen. Der SC Nürnberg in der Bayernliga. Tabellendritter. 5 Punkte Rückstand auf Ingolstadt, 3 Punkte auf Unterhaching. Das aber jeweils die U17-Teams. Zurück zum Spiel. Die Nürnberger sind dabei, hier auf den Ausgleich zu drängen, auf das 3-3. Letzter Versuch. Neufeld. Jetzt aber schön rausgespielt, die Chance zum 3-3, aber das Neufeld mit der Fußabwehr. Und Freistoß. Für die Nürnberger. Der Michael Bischoff fordert da intensiv, die Abstandsregel einzuhalten. Natürlich, diese 5 Meter sind das schon ein ziemliches Geschenk für die ballbesitzende Mannschaft. Aber Neufeld pariert diesen Ball. 5 Minuten 40 vor Ende der Partie.
Nächster Schussversuch, aber wieder über das Tor von Neufeld. Die Trefferquote des Werbepartners über dem Tor, die ist ziemlich hoch. Die hat er ungefähr mit 90-95% erfüllt. Nächster Abschlussversuch und Neufeld ist zur Stelle. Das Parieren liegt ihm auf jeden Fall mehr als das Tore schießen. Und der Ball geht ganz in die obere Etage. Nächster Versuch. Gut pariert wieder. Der Ball wieder gespielt, jetzt freies Schussfeld, aber der Ball geht rechts am Tor vorbei. Hannover bleibt im Ballbesitz. Und jetzt zum Abschluss und der Ball geht ins Tor, fast von der Bande. Was für ein Winkel. Samet Gülle mit dem Treffer zum 4:2. Jetzt könnte es langsam schwer werden für die Nürnberger. Aber natürlich bei 3 Minuten 30 auf der Uhr noch locker machbar. Hannover wird jetzt kein allzu großes Risiko mehr gehen im Spiel nach vorne. Lassen den Ball jetzt sehr gut laufen. Hohe Ballbesitzzeiten für Hannover 96. Nürnberg hat große Schwierigkeiten, an die Kugel zu kommen. Nürnberg muss jetzt was verändern. Die können da nicht in Manndeckung stehen, wenn sie zügig an den Ball kommen wollen. Genug Lackmacher. Schießt den Ball ein. Wird zurückgelegt. Auf Luca Bahn im Tor. Jetzt die Chance, aber Pressball. Die Nürnberger 2 Minuten noch. 2 Tore sind möglich, aber sie brauchen Torabschlüsse. Im Moment dominiert Hannover das hier. Vielleicht jetzt. Gut quergelegt. Jetzt die Überzahl. 3 gegen 1, wenn Schell geht. Der hat gepasst. Was für ein Tor. Zum 3:4. Kevin Resnitschenko. Klasse Ball. 1:40 vor Ende dieses Spiels. Genau in die Knicke jagt. Jetzt Hannover wieder. Im Angriff. Und starke Parade von Jonas Brandt. Noch ist für Nürnberg alles drin. Franken bleiben im Ballbesitz. Jetzt Überzahl, aber klasse! Pariert, da muss der Ball eigentlich rechts raus. Jetzt vielleicht nochmal die Überzahl. Er muss den Ball rüberspielen. Rätsche kommt. 50 Sekunden noch auf der Uhr. Und 2 Minuten von Thomas Peters. Das kann im Spiel hier nochmal eine Wendung geben. Nürnberg jetzt in Überzahl.
Der Spieler braucht eine Behandlung. Also Situation jetzt wie folgt. Nürnberg braucht ein Tor, hat einen Spieler in Überzahl. Das ist jetzt clever und vernünftig ausspielen. Dann gibt es hier die Chance auf den Ausgleich und auf das 9-Meter-Schießen. Sie müssen den Ball laufen lassen. Das ist jetzt entscheidend. Sie haben alle Zeit. Sie machen es richtig. Klasse gespielt. Und fast das Tor. Das war wunderbar ausgespielt, die Überzahl. Eben dem Spiel noch große Probleme gehabt. Und jetzt die Möglichkeit. Wir haben noch 36 Sekunden auf der Uhr. Es wird noch einen Angriff geben. Ball nach vorne geschlagen. Cleveres Zeitspiel. Und der Ball nochmal rausgespielt. Jetzt muss der Ball in die Mitte gelegt werden. Aber da ist wieder Kilian Neufeld zur Stelle. 13 Sekunden auf der Uhr. Ball jetzt geklärt. Jetzt wird es schon verdammt eng für die Nürnberger. 8 Sekunden, Zeit ist angehalten. Sie müssen auch mal nach vorne kommen. 7 Sekunden auf der Uhr. Letzter Abschluss für Nürnberg. Wird nochmal der Lucky Punch. 2 Sekunden geblockt. Hannover ist im Halbfinale. Gratulation an die Mannschaft 20 und wir danken uns vielmal bei unseren Freunden aus Köln und jetzt Kassel FC Nürnberg.